Baden TV Sport wird präsentiert von der Sparkasse Karlsruhe, Partner des Sports in der Region. Sie ist Deutschlands beste Hochspringerin, vierfache deutsche Meisterin, vierte der Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Marie-Laurence Jungfleisch wird am 3. Februar in der Messe Karlsruhe beim Indoor-Meeting am Start sein, so wie schon 2016. In wenigen Tagen beginnt ihre Vorbereitung auf die Hallensaison. Ich trainiere hart dafür, dass ich auch in der Hallensaison wirklich eine gute Leistung bringe, vielleicht sogar irgendwann 2 Meter springe. Und hier in der World Challenge Tour, das sind 3 Wettkämpfe, die ich da bestreiten werde, 3 Meetings. Und ich versuche natürlich so viele Punkte wie möglich dann zu bekommen, zu gewinnen, dass ich dann wirklich dann ganz weit oben sein kann. Also das ist motiviert auch sehr, dann wirklich um Punkte zu springen. Meetingdirektor Alain Blondel hofft, viele Weltklasse-Athleten in Karlsruhe am Start zu haben, 4 Wochen vor der Hallen-WM in Birmingham. Erstmals tritt das Land Baden-Württemberg beim Indoor-Meeting als Sponsor auf. Und auch in Sachen TV-Präsenz soll sich was tun. Wir haben die Sicherheit von der IAF bekommen, dass wir einen internationalen TV-Vermarktungsvertrag bekommen werden. Steht noch nicht so ganz im Detail aus, aber das ist die Sicherheit steht schon. Das heißt für uns noch dazu mit der Zusage von dem Land Baden-Württemberg gehen wir auf mehr Sicherheit, wo wir wahrscheinlich im Dezember sicher sein werden, das Budget wird stehen und wir haben vielleicht ein bisschen Plus noch dazu, dass wir vielleicht auf andere Ebene bessere Athleten vielleicht einkaufen können. Er wird nicht darunter sein. Supersprinter Usain Bolt hat seine Karriere im Sommer beendet und er war sowieso nie bei Hallenwettkämpfen am Start. Ein Hauch Bolt wehte beim Businessabend aber doch durch den Saal. Pascal Rolling entdeckte den Supersprinter als 15-Jährigen für den Sportartikelhersteller Puma, gab ihm einen Vertrag und blieb immer eng an Bolts Seite. Der Schick hat ihm zu verdanken, dass viele Jungen, die sagen wir, nicht mehr so an die Sportart interessieren waren, wieder zurückkamen zu der Athletik, nur wegen ihm. Ich glaube, das ist sein größter Verdienst. Ja. Usain Bolt in der Messe Karlsruhe, das wird für immer ein Traum bleiben. Aber die Sportart insgesamt kann langfristig vom Showman lernen, glaubt Alain Blondel. Leichtathletik ist auch ein Spiel, auch wenn es auf höchstem Niveau geht. Und die Zuschauer müssen das auch bekommen. Es gibt so ein... Für mich war immer als Athlet eine Kommunion mit dem Publikum. Wenn man dem Publikum was gibt, das kommt was zurück. Und die Idee ist, diese hin und zurück zu organisieren. Er war der perfekte Typ dafür. Ich glaube, einige haben davon gelernt. Jeder muss seine Persönlichkeit da reinbringen. Aber ich glaube, in Karlsruhe am 3. Februar 2018 werden wir einige auch dabei haben, die das mitspielen können. Marie-Laurence Jungfleisch ist so eine Kandidatin. Die Namen weiterer Top-Athleten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Der Kartenverkauf für das Indoor-Meeting 2018 startet am 11. Oktober. Baden TV Sport wurde präsentiert von der Sparkasse Karlsruhe, Partner des Sports in der Region.